Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Video Wiederaufbauhilfe NRW 2021 und dieses Mal zu Kultureinrichtungen. Da gucken wir uns an, wer sind denn mögliche Antragsteller, welche Leistungen können in Anspruch genommen werden, welche Unterlagen und Informationen muss man mitliefern, wie läuft das Verwaltungsverfahren ab und wo gibt es weitere Infos. Ja, wer kommt als Antragsteller, als sogenannter Leistungsempfänger denn in Betracht? Das sind erstmal die nicht kommunalen Träger, also nicht gemeindliche Einrichtungen von Bildungs-, Kultur- oder Sportinfrastruktur. Das können Sportstätten sein, das können Kindergärten sein, Schulen, Betreuungs- oder Pflegeeinrichtungen. Oder auch Kultureinrichtungen im engeren Sinne, also Museen, Theater, Gärten und Parks, Musikschulen, Kulturzentren, Begegnungsstätten und auch bedeutende private Sammlungen oder Archive. Welche Leistungen können da in Anspruch genommen werden? Erstmal gilt, 100% der Kosten sind förderfähig. Also Kosten für den Schadenausgleich sind zu 100% förderfähig. Wenn ihr ein Unternehmen aus der gewerblichen Wirtschaft seid, dann könnt ihr auch Einkommenseinbußen geltend machen. Da verringert sich aber die Förderquote auf 80% und nur in besonderen Härtefällen auf bis zu 100%. Ja, die Förderrichtlinie des Landes, den Link findet ihr in der Videobeschreibung, die sieht vor, dass Schäden in der Regel erst ab 2000 Euro berücksichtigt werden. Na, aber da liegt das Zauberwort eben ganz vorne, in der Regel. Das heißt, auch bei kleineren Schäden kann ein Antrag gestellt werden und die Bewilligungsbehörde muss dann nach sachlichem Ermessen entscheiden, ob ein Betrag gefördert werden kann oder nicht. Unternehmen können also ihre Einkommenseinbußen geltend machen. Dabei gilt die sogenannte 3 aus 5 Regel, bei der aus den letzten 5 Geschäftsjahren das durchschnittliche Einkommen bereinigt wird um das jeweils beste und schlechteste Geschäftsjahr und aus den 3 verbleibenden wird dann der Durchschnitt gebildet, um daran euren Verdienstausfall, eure Einkommenseinbußen zu ermitteln. Zur Beseitigung von Schäden und zu Maßnahmen der Wiederherstellung der Infrastruktur sind diese Kosten natürlich auch in der Förderung inbegriffen. Ebenso die Kosten für Maßnahmen vor dem Schadenereignis, also die Kosten, die ihr schon vor dem Schadeneintritt zur Schadenabwehr gehabt habt, einschließlich der Beseitigung dieser Vorrichtungen. Und auch Schäden, die durch Einsatzkräfte, Einsatzfahrzeuge oder private Helfer verursacht worden sind. Details zu den förderfähigen Maßnahmen könnt ihr auch nachschauen in der Nummer 642 der Förderrichtlinie. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Ja, welche Unterlagen und Informationen muss man denn beibringen? Erstens besteht grundsätzlich die Gutachtenpflicht, also Versicherungsgutachten oder von anderen Sachverständigen. Nur bei Beträgen unter 50.000 Euro kann davon abgewichen werden. Dann muss man die Beträge eben durch Kostenvoranschläge, Rechnungen oder dergleichen nachweisen. Zum Ausgleich der Einkommenseinbußen nach dieser 3 aus 5 Regel, ihr erinnert euch, da muss immer ein Gutachten erstellt werden, zum Beispiel von einem Steuerberatungsbüro oder einer Buch- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, um diese Beträge und ihre Ermittlungen zu bestätigen. Und wie stellen wir diese Anträge? Das machen wir online und zwar bis zum 30.06.2023 im Online-Portal des Landes NRW. Den Link findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Die Bewilligungsbehörde, also die Behörde, die das Verfahren führt, das ist die jeweils zuständige Bezirksregierung und die auszahlende Stelle, von der dann das Geld kommt, das ist die NRW-Bank. Die Auszahlungen erfolgen in 2 Teilen. Einmal 50% bei der Bewilligung, also sobald euch der Bewilligungsbescheid vorliegt. Und die andere Hälfte, die wird gezahlt nach Abschluss der Prüfung des sogenannten Verwendungsnachweises, Beamtendeutsch. Verwendungsnachweis, da soll nachgewiesen werden, wie die öffentlichen Gelder verwendet wurden. Überraschung, Überraschung.
Der Verwendungsnachweis besteht aus zwei Teilen. Der eine ist der sogenannte Sachbericht, einem schriftlichen Bericht, in dem ihr darlegt, welche Schäden entstanden sind, welche Maßnahmen ergriffen wurden und wie erfolgreich die abgeschlossen werden konnten. Und der zweite Teil des Nachweises ist die sogenannte abschließende Belegliste, also eine Tabelle, in der ihr zusammenstellt, welche Belege für welche Beträge euch vorliegen. Und wenn die Bewilligungsbehörde diesen Verwendungsnachweis geprüft hat, dann können die anderen 50% auch ausgezahlt werden. Eine Besonderheit gibt es dabei noch, nämlich für sogenanntes Vereinsinventar. Also Vereine, die unter diesen Teil der Förderrichtlinie fallen, können für beschädigtes Inventar eine Pauschale geltend machen von 15.000 Euro. Die Beträge müssen dann natürlich auch durch einen Verwendungsnachweis belegt werden, aber man spart sich die umfangreiche Schadenermittlung vorher. Weitere Informationen und Links findet ihr in der Videobeschreibung, zum Beispiel zum Online-Portal, zur Förderrichtlinie selbst und zu den weitergehenden Informationen des Landes NRW. Wenn ihr noch was Cooles habt, also andere Videos, die sich mit dem Thema befassen und sehenswert sind, weitergehende Informationen aus dem Internet oder ihr habt Fragen und wollt noch was wissen, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall und hoffen, dass wir vielen helfen können. Für alles, was ihr vorhabt, toi toi toi, alles Gute, bis bald.